came out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Ich schalte jetzt mal den Phaser auf Party. Na, dann kannst du mal losgehen. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing, I know how it hurts. Let this be a song now, and this be a day. If we stand together, no, we'll be okay. Wir wollen heute Liebe, Freundlichkeit und Reinlichkeit reflektieren. Ich glaube, sie hat ihren Todesstern irgendwo versteckt, deswegen gehen wir lieber weiter. Bauersuchknecht, macht ihr mit? Na, wir haben unser Nest schon. Galacticas nächstes Topmodel, das freut mich so. Warum hast du den Schlafrock noch nicht ausgezogen? Das ist kein Schlafrock. Was soll es dann sein? Flash Gordon. Flash Gordon, dann mach eine typische Geste bitte. Also ich bin Darling, du Hura. Und wer bist du? Ich bin die Vanessa Community aus Tirol. Sie hat ihre Geliebte abgelegt und darf nicht mehr reden. Sie hat ihr ein Gelübde abgelegt und darf ihren Geliebten nicht mehr reden. Es ist ja alle liebst, was ihr hier anhabt, aber ich glaube, ihr seid auf der falschen Party, oder? Von welchem Stern kommt ihr? We are from India, it's a space enough. Ich kann nicht mehr. Und jetzt beam ich mir mal kurz den Marco her, obwohl ich den Phaser gar nicht auf Beamen geschalten habe. Marco, aus welcher Galaxis bist du? Aus der Galaxis Suchender Number 9. Suchender Number 9, ja, es gibt sehr viele Galaxen oder Galaxien und das ist eine davon. Wir haben ja heute gehört, wir haben uns ja extra aufgemacht für unbekannte neue Galaxien zu entdecken und ich glaube, wir haben hier eine UFO. Das Thema ist UFO und zwar unidentifizierbares, fummeltragendes Objekt. Okay, genau. Also wir wollen dich jetzt identifizieren, weil wir müssen ja entdecken, wir sind ja Enterprise-mäßig unterwegs, die unbekannte Galaxis. Identifizieren, anpreisen, ja? Die Gute ist noch immer alleine, ne? Ach, die Gute ist noch immer alleine. Apropos, wusstest du, dass Lieutenant Uhura und Captain Kirk damals den ersten Filmkuss hatten zwischen einer schwarzen Frau und einem weißen Mann? Das war eine Sensation damals. Das weiß ich. Ja. Und heute machen wir den ersten Filmkuss mit einem rosa perückten Mann und einem blauen. Oh mein Gott, Darling, du hast es geschafft.